Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur 5. Ausgabe der Griefer News. YouTuber-Fan von Mr. Creative hat vergangene Woche Sonntag seinen 4-Jahres YouTube-Stream mit Wrestling-Event, Abbau-Event und kleinen Verlosungen gestreamt. Außerdem hat das Creator-Team von Griefer Games wieder 2 neue Streamer aufgenommen. Dr. Alpha streamt hauptsächlich Cloud-Content, während Tunake06 die 1.8-Streamer unterstützt mit Farm- und Baustreams. Das Riesen-Harry-Potter-Plot PH Feuerkelch auf Citybuild 7 hat diese Woche nach einer Community-Abstimmung einen Warp-Punkt bekommen und ist ab sofort auch unter /Warp Feuerkelch erreichbar. Die Casino-Steuer für die 1.8, welche erst im Gespräch stark umstritten war, wird laut abgegrieft aufgrund des Feedbacks der Community erstmal nicht eingeführt. Somit müssen Casinos weiterhin keine Abgaben gewährleisten. Die Cloud hat ein neues Minigame erhalten. Im Color Battle Modus geht es darum, immer auf die entsprechende Farbe, welche angezeigt wird, nach ablaufender Zeit zu stehen. Es treten auch zufällig in einer Runde Effekte auf. Auf dem Spielfeld erscheinen auch ab und zu Zielblöcke, welche für mehr Punkte eingesammelt werden müssen. Der Spieler mit der meisten Punktzahl gewinnt das Spiel. Das 100.000 Euro Partnerprogramm ist auch diese Woche an den Start gegangen. Ziel ist es, gute Werbung für den Server zu bekommen und dies mit Kurzvideos auf zum Beispiel YouTube, Instagram und TikTok. Pro 1000 Aufrufe gibt es 1 Euro, die Auszahlungsschwelle liegt jedoch bei 10 Euro, also 10.000 Aufrufe pro Video. Alle Informationen zum Programm sind jederzeit auf partner.griefergames abrufbar. Die neue Mystery Mod 2.0, welche auf Fabric basiert, wurde kürzlich released. Mit dieser Version kann man nun die 21.1 mit verschiedenen Mods so konfigurieren, wie es jeder für sich haben möchte. Ein paar Funktionen wurden entfernt, welche sich aber mit anderen Mods wieder hinzufügen lassen. Die Möbelmod Mystery Mod Custom Blocks laufen unabhängig von Mystery Mod und müssen zusätzlich installiert werden. Die Links mit Erklärungen zur Mod finden Sie in der Videobeschreibung. Wir bedanken uns wieder fürs Einschalten und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen.